Ja, habi deri und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter bei The Legend of Zelda. Und ja, wir müssen jetzt am Morunos nur seine Rasseln bringen. Und das macht man jetzt natürlich, ja. Und nehmen wir, let's go. Er hat uns ja das Banditenlager gezeigt. Und zwar ist es gleich da vorne und dann rechts rein. Ja, das sollte man hier bringen. Also was als Banditenlager, so ein Bockblindlager ist das ja. Oh je, oh je. Oh, das sind aber drei von denen, das ist fand ich so cool. Ah, warte mal, erstmal schnell was essen. Also diese blauen Bocklins, die sind natürlich schon echt übel. Zumindest jetzt nur für mich. Kein Apfel. Da haben wir nochmal eine Kiste. Halt. Ah, hier haben wir die Axt. Nice, Holzpfeile. Ich liebe Holzpfeile. Ah, hier noch? Achso. Ah, den Bockstock, den nehmen wir jetzt nicht mit. So, da werden wahrscheinlich jetzt die Rasseln drin sein, oder? Marunos Rasseln. Marunos liebt seine Rasseln über alle. Schon im Alter von 2 Jahren schüttelte er sie begeistert hin und her. Macht das nicht jedes Kind? Also, ne? Glaube schon. Aber gut. Ah, oh, oh, diese Sonne schon wieder da. Sexy. So, Morunos. Warte, da haben wir noch einen Stein. Vielleicht sind da Rubine drunter. Ah, oh, nein, der ist zu groß. Der war zu groß. Oho, das sind meine Rasseln. Gib sie mir. Bitte, bitte, bitte. Bitteschön. Ah, das ist ein Shake that ass. Ich bin ja so glücklich. Aber meine Rasseln, die Krogsamen im Inneren sind fort. Jetzt klingen sie einfach nicht so toll wie früher. Oh, wenn ich nur einen Krogsamen hätte, könnte ich singen, tanzen und meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Zum Beispiel könnte ich eine deiner Taschen vergrößern. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt wird's interessant mit den Krogs. Die Kinder des Waldes haben die Krogsamen aus den Rasseln stibitzt. Und all das, während ich nach meinen Rasseln gesucht habe. Oh, 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 dieser Geruch. Krogsamen? Du hast Krogsamen von den Kindern des Waldes erhalten. Alter, der steht auf diesen scheiße Geruch, glaube ich. Wenn du mir einen Krogsamen gibst, vergrößere ich zum Dank eine deiner Taschen. Ja, bitteschön. Die brauchst du sonst nicht. Fein, fein. Also, welche Tasche soll ich denn vergrößern? Waffentasche, Bogentasche, Schildtasche. Ah, Waffentasche. Wir haben insgesamt 19. Aber gut, das glaube ich wird jetzt auch immer teurer, ne? Okay, ich glaube, ich habe schon mal ein Thumbnail. Okay, wir haben jetzt auch einen Platz gekriegt, das ist gut. Oh, sieh nur, die Waffentasche ist jetzt größer. Oha. Ah, ich habe nur mehr da. So, pass auf, Waffentasche. Genau, wir sind auf 19, wir haben jetzt eher Ohren geben, ne? Jetzt machen wir mal Schildtasche. Wird wahrscheinlich jetzt auch uns, oder? Was denn? Da danst du richtig ab, ey. Okay, das mal, zwei Schilde werden wir schon brauchen, ein bisschen. Dam, da, 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 dam. Na, der sagt ja so, dam, da, da, da. Achso, ich muss zurück nach Hause, bevor Großvater sich Sorgen macht. Ah, okay. Krogsamen kann ich aber immer noch gebrauchen, also bring sie zum Wald der Krogs, wenn du welche findest. Okay. Ja, schade, ich hätte jetzt schon gehofft, dass du nur ein bisschen was machst, ne? Naja, gut. Wiedersehen. Wir brauchen jetzt nicht mit dem Rim, wir kennen uns ja mit den Krogsamen aus. Aber ja, jetzt geht's ja auf jeden Fall erstmal nach Kakariko.
Ja, die? Ich glaube, ich habe damals nie das Pferd gefüttert. Im Grunde macht es keinen Unterschied, ne? Aber du kriegst halt, glaube ich, schneller die Zutraulichkeit vom Pferd. So. Ups. Hey, wer bist du? Brokkola. Huch, entschuldige bitte. Achso, es regnet, okay. Entschuldige bitte, ich hatte so einen schönen Tagtraum, deshalb habe ich dich nicht gleich bemerkt. In meinem Tagtraum ging es um wunderschöne, funkelnde Rhodonite und Saphire. Du musst wissen, diese beiden kann man nämlich zu besonders hohen Preisen verkaufen. Von allen Edelsteinen eignen diese sich am besten zum Verkauf und für schnelle Geld. Entschuldige nochmal bitte, immer wenn ich an Edelsteine denke, gehen die Pferde mit mir durch. Naja, okay. Alles klar. Brokkola. 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 Irgendwie so. Gut, habe ich ja eh schon gemacht. Habe ich eh schon gut verkauft. Aha! Ja, haben wir doch ein Rätsel. Haben wir doch einen Krog. Also wie gesagt, ich glaube mir, man braucht mindestens so 450. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Krogs man braucht, damit man wirklich alle Taschen dementsprechend erweitert hat, ne? Ja, ich habe dich entdeckt. Ja, ciao. Na, also, es gibt ja insgesamt 900. Ich weiß gar nicht, wo man das sieht. Sieht man das nicht irgendwo bei Tagebuch vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich bei Nebenaufgaben, oder? Du bist ganz nah auf. Na doch nicht. Schreine, Erinnerungen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, 900 Krogs. Und ja, 450 sowas, glaube ich, circa. Das sind eigentlich ganz gut. Oh, nur Steinsalz leider. Ah, und Bernstein. Oh, da ist ein Schrein in der Nähe. Das war natürlich krass, ne? Aber ich glaube, der mag dann natürlich auch immer mehrere Krux sammeln. Also beim ersten Mal wird er da bloß Ohren. Ich glaube, danach mag er irgendwie, weiß ich nicht, drei, dann sexy oder irgendwie so. Ich glaube, das steigt halt immer exponentiell. Ja. Sag mal das so, ich glaube schon. So, da ist Kakeriko. Da werden wir jetzt, glaube ich, echt einmal ein bisschen Zeit verbringen, wenn es mich fragt. Die Kakeriko. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was zum Tor in dem Dorf. Harter Scheiß. Schwester kocht, Priko hat Langeweile. Willst du spielen? In Ordnung. Was spielen wir? Was spielen wir? Nachlaufen. In Ordnung. Priko läuft vor dir weg. Aber wenn es Zeit fürs Abendbrot ist, gehe ich zur Schwester. Ja, du läufst weg von mir. Muss ich jetzt hinterherlaufen, ne? Ich hab dich gleich, du Matz. Hab dich. Priko hat verloren. Aber es hat Spaß gemacht. Das hier ist Priko Schatz. Hier für dich. Das ist steinhart. Steinsalz. Nice. Cool, haben wir einfach mal so nebenbei so schnell eine Nebenaufgabe gemacht. Finde ich cool. Gut, jetzt sind wir wieder genau da, wo wir am Anfang waren. Ja, das werden jetzt, glaube ich, schon so 2-3 Folgen werden, denke ich mal. Ne? Weil wir schauen uns natürlich schon wirklich gut um in dem Dorf. Also, das sind jetzt sozusagen die Shika. Das sind ja die, wo damals so moderne Maschinen bauten. Das ist sozusagen ja das letzte Dorf. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen im Hintergedanken haben. Nana. Ah, ein Reisender. Ich habe mir wohl den Fuß verstaucht. Okay. Das ist mir jetzt etwas peinlich, dass du mich so siehst. Ja, Alter, du bist alt. Sei doch froh, dass du gehst. Sag mal, Reisender. Wo hast du das Ding an deiner Hüfte her? Ja, Schickerstein. Der ist von denen, glaube ich. Ist dann sozusagen... Das ist sozusagen die Firma Apple
des Zelda-Universums. Ah, sieh an, der Schiegerstein. Bedeutet, dass du der Auserwählte bist. Es gibt leider nicht mehr viele, die das wissen. Wir Schieger haben lange auf dich gewartet. Du solltest unbedingt Impa, unsere Anführerin, aufsuchen. Hat lustigerweise der König gesagt, ne? Okay, wo finde ich sie? Naja, gut, okay. Wäre jetzt nicht so schwer zum Erraten gewesen, ne? Impas Anwesen befindet sich weiter hinten im Dorf. Direkt am Wasserfall, dem Federfall. Dass ich den Auserwählten noch treffen durfte nach all der Zeit. Asche, gell? Okay, das Gute ist natürlich jetzt halt auch, wenn es dunkel wird, haben wir da überall Lagerfeuer, dass wir immer gleich warten können, bis es wieder hell ist. Na, da ist der Schrein, ne? Genau. So, natürlich schauen wir einmal. Okay? Schau mal, da ist doch was. Na, das muss ich jetzt schon haben. Schau dir das an. Ein Reiseschwert. Okay, dann gehen wir mal. Ich glaube, wir gehen immer so schichtweise runter. Ha? Ich glaube, das ist am gescheitesten. So. Gehen wir doch mal da rein. Okay, da ist jetzt nichts Großartiges. Gehen wir halt einfach mal rein, ne? Weil es wurscht ist. Okay, da ist jetzt nicht recht viel. Das sind so Kirschbäume, gut, das sei. Okay. Oh je. Wenn ich da schon wieder Gockeln ziehe und alles. Okay, da ist sonst nichts drin. Ah doch, da gibt's was. Schaut's mal. Lustigerweise ist da unten ein Apfel. Warum auch immer, das weiß man einfach nicht. Soll anscheinend einfach nur ein nettes Gimmick sein. Finde ich cool. Und freut sich einfach, wenn man unter der Brücke einen Apfel findet, ne? So. Da haben wir natürlich eine Harke, die braucht man nicht. Schauen wir mal da rein. Vielleicht sind die Bürger natürlich auch erst nachts drin. Du Assel, ne? Jetzt müssen wir da nachts nochmal in die Gebäude reinschauen. Oh, da läuft wer. Da läuft wer. Hey, du! Wollen wir mal. Na, dann sollte ich mal langsam Essen für meinen Mann kochen. Hm, was mache ich denn heute? Boah, du, Schnitzel und Kartoffelsalat, das war eigentlich ziemlich geil. Und da hat er ja vorbeikommen. Also, da drin, ich habe Hunger. Oh, ho, 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 in unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht etwa einer von den Jäger, oder? Das war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen. Mach ich halt wirklich, ne? Diejenigen, die der Verheerung Garnung ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Garnung entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm mir den kleinen Scherz nicht übel. Vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Ein Rüstungskürbis. Ein stahlharter Kürbis, der auf den Feldern Hyrules angebaut wird. Wird er Gerichten beigefügt, stellt er die Haut des Essers und steigert so beträchtlich dessen Abwehr. Das ist ziemlich cool. Das hier ist Kakarikos Spezialität, ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probier mal. Wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit mit meinem bei meinem Feld vorbei und frage mich. Okay, es wird ja glaube ich langsam dunkel, ne? Jetzt kommen uns langsam alle zurück, glaube ich. Da ist aber immer noch keiner drin, ne? Ah, ich glaube, die schlafen da auch bloß. So, da geht's nach oben. Ah, da ist ihm sein Kürbisfeld. Das heißt, das passt dann schon, ne? Das ist dann ein Haus und das ist dann das Feld von ihm. Was steht da? Nabis Kürbisse, direkt vom Erzeuger. Verkauf von 7 Uhr bis 17 Uhr. Okay, dann kommen wir da wirklich Rüstungskürbisse kaufen. Finde ich cool. Okay, da ist leider auch nichts. Ja! Ja! Hi, hier gibt's Kleider. Die Boutique, 2 Früchtchen. Heißt sie willkommen. Besuchen Sie. Oh, hui, du gefällst mir. Genau mein Typ. Echt? Ich gehe da aber bloß bis zum Busen, es tut mir leid. Und dann trägst du auch noch einen Schiegerstein am Gürtel. Moment mal. Ein Schickerstein?
Das ist doch so ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel von dem ganzen Zeug, aber du bist irgendwer ganz Wichtiges, oder? Ja. Okay, das war alles. Ah, schauen wir doch mal rein. Dann haben wir eh einen Haufen Kohle. Also, Rubine eher gesagt. Ja, doch, da hätte ich Bock drauf. Hi. Willkommen in der Boutique. Zwei Früchtchen. Wir verkaufen hier Mode der Marke Klarko. Wer modisch aktuell sein will, kommt um unser Sortiment nicht herum. Besonders der Ninja-Anzug dort ist der Renner der Saison. Also, der da anscheinend. Ne? Okay. Wir kaufen auch gebrauchte Sachen. Also sag einfach Bescheid, wie ich dir helfen kann. Ah, ich möchte verkaufen. Schauen wir mal. Also man kann da auch alles verkaufen. Weil also die Klamotten da, die ungern verkaufen. Nur vielleicht die zwei Sachen, okay. Aber selbst die sind die cool finden, mal wieder anzuziehen. So. Weil wir mal wissen, was Klarko ist, ne? Klarko steht natürlich für Clary Collection. Oder Clary? Also sie halt, ne? Ich stehe voll und ganz hinter jedem einzelnen meiner Meisterstücke. Jedes davon hat ganz besondere Eigenschaften. Am besten, du siehst sie dir alle einmal an. Sonst ist alles gut. Du bist hier immer willkommen. Also die ist dann natürlich auch schon mal cool ausschauen. Okay, 90, 120, 60. Wir können uns eh alles leisten, oder? Nicht schlecht, was? Das ist ein, Das ist ein exklusives gewandte Boutique, zwei Früchtchen. Damit kannst du dich absolut lautlos bewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. 500, 700, what the fuck. Okay, aber war grundsätzlich geil. Vor allem, wenn es halt wirklich jagen ist, ne? Ach, wisst ihr was? Also das haben wir halt schon gleich gut dabei. Na, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt erstmal das, oder? 3, da hätten wir. Ja, gut. Aber ich finde diese Kapuze ziemlich cool. Ja, ist gekauft, let's go. Wir können ja nochmal schauen, ob wir noch ein bisschen was verkaufen können. Ja, holen wir uns. Gib ihm. Chip, chap. Pass auf, und die Hosen, die haben wir doch eh schon, oder? Hylia-Hose, das ist doch eh die gleiche, was wir schon haben. Die brauche ich gar nicht holen. Ah, Hylia-Hose, habe ich doch eh schon. Das heißt, ausrüsten, ausrüsten. Nice. Ja, jetzt schaue ich schon ziemlich cool aus. Also, pass auf. Wir holen uns jetzt aber den Ninja-Anzug ab. Komm, gekauft. Nice. So, der kostet 500 und das kostet 600. Boah, dann wir können uns nicht komplett leisten, ne? Krass. Warte mal, vielleicht können wir noch ein bisschen was verkaufen. Was können wir denn uns... Was können wir denn nur verkaufen? Haben wir nicht nur ein bisschen was so... Rodonit oder so? Wahrscheinlich nimmer, gell? Da hätten wir 28. Wir traditionell zur Schmuckfarbe. Da bin ich mir halt nie sicher. Da hätten wir halt auch ganz viel Schrauben, ne? Aber ich glaube, die werde ich anders, anderweitig irgendwie brauchen. Von dem her eher schwierig. Boah, ganz schwierig. Oder mit Kaffee ich mir ein paar so Monster-Dinger. Weil ich brauche eh hauptsächlich nur so Austausch schicken. Wenn ich jetzt diese mal verkaufe. Alles? Wie viel kriege ich da? Ja, schau, ist doch cool. Kriegt man eh immer wieder von Monstern, genauso wie da die Bucklin-Hörner, ne? Da können wir mal nicht unbedingt alles verkaufen, aber mal so die Hälfte oder so, ne? Oder sagen wir mal so, ja, 40, ne? Da geht doch was. 120 Rubine, super. Macht man da einmal die Hälfte, dann können wir uns mal das ganze Outfit leisten. Würde ich mal so behaupten. Okay, geil. So, na, passt schon, alles gut. Oh. Nehmen wir die Ninja-Maske. Ja, ist gekauft, ne? Ist zwar natürlich schlechter vom Wert her, aber ich kann mich halt lautlos bewegen, ne? Ah, klingt gut, nehmen wir uns. Nice. Ja, das ziehen wir uns jetzt einmal um, da die Song. Das Outfit. Zack, zack, zack.
Okay, wir schauen ziemlich witzig aus. Also es ist ja cool, wenn wir wirklich auf Jagd gehen. Man sieht da unten, dass ich gar nicht mehr so wirklich... Weil wenn ich geduckt bin, dann bewege ich mich halt fast komplett lautlos, ne? Das ist cool. Aber... Jetzt erstmal wieder das da, die sagen. Das klassische Auto. Das finde ich aber ziemlich cool. Mit der Kapuze. Hab was. So, jetzt pass auf. War ich da schon? Glaub schon, ne? Ja, da war ich noch nicht, aber... Ja, warte mal. Okay, das sind irgendwelche Zeichnungen von Hühnern. Ja. Das sind auf jeden Fall nur Hühner. Da haben wir einen Schrein. Okay, wir jetzt mal wieder ein bisschen. Ich glaube, wir holen uns jetzt trotzdem mal ein Herz, oder? Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Also, ich darf mal sagen, ein Herz und einmal Ausdauer, ne? Ein Herz und einmal Ausdauer. Weil nur 3 Herzen zum Haben ist dann doch irgendwann ein bisschen lame. Nice. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht. Erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Tipptopp. So, wir haben noch 4. Wir waren ja fleißig mit den Schreine. Von dem her holen wir uns jetzt nochmal einmal Ausdauer. So. Let's go. Ja, und jetzt haben wir keine mehr. Genau, haben wir ja auch schon gelesen. Wir haben einen neuen Ausdauer-Container. Sehr schön. Bring den Frieden nach Hyrule zurück. Ich probier's, Madame. Ich probier's. Ah, da ist sonst irgendwas drin. Nee. Warte mal, da war was gelegen. Da ist ein Rüstpilz. Ja, also Rüstling halt. What the fuck? Verzeihung, reist du ebenfalls? Mein Herz schlägt für die Malerei, musst du wissen. Auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Ich habe gehört, dass sich in diesem Dorf eine Quelle einer großen Fee befinden soll. Angeblich ist diese Quelle nicht nur eine Augenweide, sondern verleiht auch geheimnisvolle Kräfte. Mir wollten die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandeln sie mich wie einen Fremden. Aber das schreckt mich nicht ab. Wenn ich etwas herausfinde, lasse ich es dich wissen. Okay, da gibt es also eine Quelle der Feen in der Nähe. Ah, und hier haben wir wieder ein Krog-Rätsel, ne? Ah, ich liebe es. Ich liebe ja diese Rätsel. So, nehmen wir in die Hand und, na, so, zack. Oh. Pum. Jep, ich habe dich entdeckt. Ich krieg wieder einen Krogsammel. Das wissen wir ja, das sind wichtig. Ja. Ah, und jetzt können wir uns alle Äpfel schnurren. Wer bist du? Das hier ist Impas Anwesen. Das ist doch der Schickerstein. Bist du etwa? Jo, Ibims, eins Link. Na? Bitte verzeiht unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Okay. Ach, da ist Brokkola nochmal. So. Okay, so groß ist das Dorf jetzt gerade nicht. Aber es ist trotzdem okay. Man kann ein bisschen was machen. Ein bisschen schauen wir uns noch um. Oh, wer bist du? Boah, es ist dunkel da. Ein Gast? Du hast mich erschreckt. Also, normales Bett 20 Rubinen, Luxusbett 40, glaube ich. Okay, gut, da können wir Betten mal irgendwie uns mieten. Braucht man aber nicht. Weil wir haben jetzt eh volle Herzen. Von dem her stellen wir uns jetzt einfach da hin und warten wir mal, oder? Oder? Gut, nachts sind sie ja immer in ihrem Haus drin. Ne? Hi. Hi. Nur hereinspaziert, Reisender. Fühle dich wie zu Hause bei uns in Kakariko. Die Göttin hat unser Land gesegnet. Deshalb gibt es hier viele Tiere und Pflanzen. Unsere Zutaten stammen auch alle von hier. Zum Kochen nur die allerhöchste Qualität. Nimm die Sachen ruhig einmal in die Hand. Oder kann ich dir anderweitig helfen? Ja, was empfehlen Sie? Ne?
Eine Empfehlung? Eigentlich sind alle meine Waren empfehlenswert. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dir zur Spurtkarotte raten. Das ist die Spezialität von Kakariko. Mein Mann baut sie eigenhändig an. Eigentlich würde ich gerne auch die anderen Spezialitäten unseres Dorfes anbieten, die Rüstungskürbisse. Aber mein Mann und der Kürbisbauer verstehen sich nicht so gut. Wenn du also Rüstungskürbisse haben möchtest, müsstest du direkt bei Nabis auf seinem Feld nachfragen. Sonst noch was? Ich will kochen. Um etwas zu kochen, musst du lediglich die Zutaten... Ja gut, das wisst man ja. Na, ja, vielleicht... Ich frage mich halt, vielleicht kriege ich irgendwas geschenkt, ne? Kaufen sie auch. Worum handelt es sich denn? Okay, sie kauft, das ist gut. Ich komme nicht oft von hier weg. Deshalb bin ich glücklich, wenn ich auf diese Weise viele Dinge zu Gesicht bekomme. Okay, sonst etwas? Nö. Ja, ist gut. Auf Wiedersehen. Na, schauen wir mal. Ich glaube, wir werden uns nicht so oft sehen. Obwohl, die hat natürlich Eier und Ziegenkäse. Ziegenbutter. Schauen wir mal. Ich bin stärker als du. Wer bist du? Ist der Mann, oder? Der Gustin. Was ist? Sag mal, du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Ich erinnere mich. Du siehst aus wie der Ritter, der sich vor langer Zeit der großen Verheerung in den Weg gestellt hat. Ja, genau das bin ich. Wie bitte? Du meinst, du wärst dieser Ritter? Ja, da lacht er bloß, ne? Die jungen Leute heutzutage machen wirklich alberne Scherze. Wenn du dieser Ritter wärst, dann müsstest du doch das heilige Bandschwert besitzen. Der große Ritter schmiedete ein Schwert aus einer Spurtkarotte. Er aß fast ausschließlich Spurtkarotten, um seinen Körper zu stellen. Und er trank mit Vorliebe Spurtkarottentee. Das hat mir zumindest mein Großvater immer erzählt. Also hör auf mit den Witzen und iss fleißig Spurtkarotten, damit du... Ja, so kann man seine Sachen auch verkaufen, ne? Damit du so stark wie der große Ritter wirst. Okay, aber jetzt kriegen wir wenigstens auch ein Geschenk, ne? Spurtkarotten kannst du jederzeit im Laden bei meiner besseren Hälfte kaufen. Wenn du so stark werden willst wie der große Ritter, dann kann ich dir gerne ein paar Hinweise geben. Ja, dann sag mal was. Angriff ist die beste Verteidigung. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Bring mir was bei. Du interessierst dich für Angriffstechniken. Sehr gut. Das ist der erste Schritt, um dem großen Ritter näher zu kommen. Wir Shika zeichnen uns sowohl in den geistigen Disziplinen als auch beim Kämpfen aus. So manch geheime Technik wird von einer Generation an die nächste weitergegeben. Ich kann dich nicht alles lernen, aber ein paar Tricks gebe ich dir gerne mit auf den Weg. Über Zielerfassung kenne ich, Sprungattacke kenne ich, Überfall kenne ich, kenne alles schon. Ja, okay. Ich würde zu gern die Prüfung auf mich nehmen, die im Dorfschreiben schlummern soll. Und dort neue Künste lernen. Aber niemand weiß, wie man dort hineinkommt. So bleibt mir nichts anderes übrig, als alleine weiter zu trainieren. Aha. Ich weiß, wie man reinkommt. So, ich werde mir jetzt da ausruhen. Ne? Ich werde da die Nacht abwarten und dann da die Song singen wir uns. Ich bin mitnehmen, ja. Und dann werden wir sie zur nächsten Folge singen. Ja, dann werden wir den Schrein da oben machen, denke ich mal. Da haben wir nämlich den Schrein. Und dann werden wir auch zu Impa gehen. Ja, die wird uns, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was erzählen. Und ja, genau. Ich schlafe jetzt mal die Nacht da und wir sehen uns dann sozusagen wieder am nächsten Morgen. Ja, ich wünsche euch was. Macht es gut. Habe die Ehre.